Konnichiwa, meine lieben Sisters und Tomodachis und herzlich willkommen zu My Hotel Romance. Der letzte Part wahrscheinlich. Ja, ich hatte gestern doch irgendwie keine Lust gehabt. Ich hatte keine Motivation mehr seit dem letzten Part. Also nach den 2 Episoden, besser gesagt, dachte ich mir nur so, was ist das für ein Shit? Also das ist komplett Geschichte, kompletter Scheiß. Aber okay, wir werden das zu Ende spielen. Aber wir kommen jetzt zum Ende zu und da freue ich mich so wirklich drüber, ne? Eieieiei. Und dann kommt irgendwas wird noch kommen. Gut. Episode 14. Vielleicht solltest du die jungen Männer bitten, hereinzukommen. Das betrifft sie schließlich auch. Oh, okay. Nervös trete ich wieder in den Gang hinaus. Kime, wie geht es deinem Vater? Ist alles okay? Er sah so aus, also von daher, warum soll ich dich anlügen? Es macht doch voll keinen Sinn. Aber okay. Ich nehme einen tiefen Atemzug und schaue die beiden Männer vor mir an. Könnt ihr beide bitte reinkommen? Ich bin bereit, meine Entscheidung darüber zu treffen, wen ich heirate. Ich weiß, du wirst die richtige Entscheidung treffen, Kime. Ich werde dich unterstützen, egal wen du wählst. Es gibt eigentlich nur 2 Personen, weil der eine hat sich gerade verpisst. Von daher. Das ist wirklich eine schwierige Wahl, aber ich weiß, was mein Herz will. Ich wusste schon von der ersten Episode an, aber gut. Ich sehe, Kuga und Sota sind hier, aber wo ist Rizki? Er muss überraschenderweise weg. Hä? Kuga muss Rizki decken, um zu verhindern, dass mein Vater sich aufregt und sein Zustand sich wieder verschlechtert. Ja, falsch betont. Wertschätzung über seine Rücksicht lässt mein Herz lächeln. Das ist nett von ihm, muss man schon sagen. Ich verstehe. Nun wird das deine Entscheidung beeinflussen, Kima? Definitiv ja. Oh, schade. Nein. Sehr gut. Ihr passt beide gut zu meiner Tochter. Aber sie kann nur einen Mann haben. Sie ist an ihr zu wählen. Es ist an ihr zu wählen. Wenn ihr irgendwelche letzten Worte habt, bevor sie sich entscheidet, redet bitte jetzt. Wenn du mich willst, verspreche ich dir, dass ich nie aufhören werde, mich zu verbessern. Das tust du doch so oder so. Aber, na gut, okay. Red weiter. Ich werde meine Liebe zu jeden Tag beweisen. Okay. Wenn du mir die Chance gibst, dein Mann zu sein. Er ist so aufrichtig. Es ist nett. Sota, jetzt du musst toppen, du. Wähle mich und du wirst dir niemals Sorgen machen müssen, dass du etwas alleine durchstehen musst. Ich kann dir nicht nur mit deinem Leben, sondern auch mit deiner Arbeit helfen. Lass mich deine Unterstützung sein. Oh. Jetzt aber, oh, die sind gleich. Mein Herz rast, als ich zwischen den beiden Männern hin und her schaue. Ich frage mich, was Rizki gesagt hätte, wenn er hier gewesen wäre. Ich vermisse ihn schon. Jetzt, wo wir eure Argumente vorgebracht haben, ist es Zeit, um Kimes Entscheidung zu hören. Ich atme tief ein. Ich werde das Hotel alleine führen, what the fuck, nein! Erstmal komplett behinderte Scheiße. Klar, ich nehme Sota, das ist ja voll logisch, aber diese dritte Entscheidung einfach, das ist definitiv für Rizki. Aber es macht voll keinen Sinn. Na, obwohl, der hat ja gesagt, wenn du keinen heiratest, werden wir uns wahrscheinlich wiedersehen. Von daher, okay, doch, ich habe mich wieder zurückerinnert. Das macht, irgendwo macht das Sinn, aber das ist für den Vater halt scheiße irgendwo, finde ich. Klar, ich mag den Vater überhaupt nicht, das muss man einfach so sagen. Was er abzieht, ist nicht gerade sehr herzallerliebst, aber irgendwo kann ich es auch wieder verstehen. Aber dann denke ich mir nur so, what the fuck? Aber wir nehmen Sota, definitiv. Kuga, meine letzten Worte zu dir. Du hast dich ganz gut geschlagen. Obwohl ich dich Anfang an so richtig nicht leiden konnte. Du warst der komplette Arschloch aller Zeiten. Aber du hast gezeigt, dass du ein Herz hast. Und da bin ich sehr stolz drüber. Entschuldigung für die Unterbrechung. Was wollte ich sagen? Du hast dich gut geschlagen. Und ja toll, jetzt bin ich voll raus, weil meine Mutter reingekommen ist. Ich sag jetzt nicht, dass ich dich richtig gern hab. Aber ich kann sagen, da ich dich vollkommen in Ordnung finde. Und wenn Sota nicht da wäre, ich dich genommen hätte. Bei Rizki, wegen der Aktion, er hat sich echt schon... Also das geht gar nicht, was er gemacht hat. Also jetzt mal wirklich, das geht gar nicht. Von daher, genug von meiner Rederei. So,
Sota, du bist mein Mann. So. Ich wähle Sota. Ich denke, dass du deine wunderbare Entscheidung getroffen hast. Sota hat viel Erfahrung mit der Führung eines Hotels. Er wird dir ein guter Mann sein. Ich habe immer gehofft, dass du mich wählen würdest, aber nun hast du mich glücklicher gemacht, als ich jemals für mich möglich gehalten hätte. Ich bin mehr um Kimis Glück besorgt als um deins. Danke, Koga. Sei dir einfach gewiss, dass ich kein Problem damit habe, einzuspringen, wenn du deine Pflichten als Ehemann nicht erfüllst. Sota lässt seine Hand in meine gleiten und zieht mich in eine feste Umarmung. Diese Gelegenheit wirst du niemals bekommen. Soll ich Sota um die Erlaubnis meines Mannes bitten lassen? Warum nicht? Hä? Was ist das denn? Sota? Ja, Liebling? Ich finde den klasse. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich würde alles für dich tun. Was ist es? Ich neige mich zu ihm und flüstere ihm ins Ohr. Ich habe immer davon geträumt, dass, wenn ich heirate, mein zukünftiger Mann bei meinem Vater um meine Hand anhalten würde. Du brauchst nichts mehr zu sagen. Er lächelt mich an und küsst sanft meine Stirn. Ich will mich geehrt fühlen, wenn sie mir ihre offiziellen Segen für die Heirat mit ihrer Tochter geben würden. Und ich fühle mich geehrt, ihn zu geben. Du hast eine kluge und reife Entscheidung getroffen, Kima. Ich weiß in meinem Herzen, dass Sota der Richtige für dich ist. Ich weiß, dass deine Mutter genauso fühlen würde. Seine Worte berühren mich und geben mir das Gefühl, geliebt zu werden. Kima ist der beste Teil von mir. Ich vertraue sie deiner Fürsorge an. Bist du bereit, dich so um sie zu kümmern, wenn, wie sie es halt verdient hat? Ich würde niemals weniger als mein Bestes gehen, um sie zu unterstützen und zu lieben. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Du siehst Kima genauso an, wie ich ihre Mutter angesehen habe, als wir uns verliebt haben. Deshalb weiß ich, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Kima, ich bin so stolz auf den Mensch, der du geworden bist. Ich wünsche dir und deinen zukünftigen Mann nichts anderes als Glück. Danke von ganzem Herzen. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und du bedeutest die Welt für mich. Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit habe, Teil eurer Familie zu werden. Und vielleicht können wir diese Familie eines Tages sogar noch größer machen. Oh, Sota. Ich denke, wir werden wunderschöne Kinder zusammen machen. Solange sie nach ihrer Mutter kommen. Papa! Ich ziehe ihn nur auf. Er wird sich daran gewöhnen müssen, wenn er Teil dieser Familie wird. Solange ich Kima an meiner Seite habe, kann ich mich an alles gewöhnen. Gott, ist das niedlich. Ich kann nicht glauben, dass heute schon mein Hochzeitstag ist, Mitsu. Einen Moment. Ich bin ein Mann mit unseren Ringen um seinen Schwanz. Oh, wie süß. Oh, du bist der Ringgeber, Mitsu. Yeah, ist das nicht cool? Ach, du bist so niedlich. Es bedeutet Sota mir wirklich viel, dass du zugestimmt hast, unser Ringträger zu sein. Schließlich warst du schon da, als wir noch Kinder waren. Du bist seit dem Anfang Teil unserer Liebesgeschichte. Komm schon, hüpf auf meine Schulter, damit wir zur Zeremonie hinuntergehen können. Wenn wir zu lange brauchen, denkt Sota vielleicht, dass ich es mir anders überlegt habe. Ich kichere und gehe in den Flur hinaus. Da ist ja meine wunderschöne Tochter. Bist du bereit? Ich glaub schon. Sollen wir? Er hält mir seinen Arm hin und begleitet mich die Stufen in die Lobby hinunter. Oh mein Gott, ich habe das Hotel noch nie so gesehen. Einer von Sotas Freunden wollte beim Dekorieren helfen. Hä? Ich glaube, sie sagt, ihr Name ist Kiki. Kiki hat meinen Hochzeitsort geschmückt? Sie hat gesagt, das sei ihre Art, sich bei dir und Sota für alles, was ihr für sie getan habt, zu bedanken. Du siehst so wunderschön aus. Es fühlt sich wie ein Traum an, dass ich dich tatsächlich heirate. Ich freue mich so, dass du einen Mann gewählt hast, der dich schätzt. Als Vater ist das mein stolzester Moment. Vielen Dank, dass sie mir die Chance gegeben haben, Kimes Herz zu erobern. So, ich sag's am Ende. Lass es mich nicht bedauern. Ich denke nicht im Traum daran. Unsere Gelübde gehen schnell vorbei, Mitsu bringt uns unsere Ringe und ehe ich mich versehe, bin ich mit dem Mann meiner Träume verheiratet. Also, Frau, darf ich um diesen Tanz bitten? Ich würde es lieben, mit dir zu tanzen, aber ich befürchte, ich bin nicht sehr gut da drin. Mit den richtigen Partnern musst du nicht gut sein. Lass mich einfach die ganze Arbeit machen. Du musst dich nur von mir führen lassen. Oh, okay. Oh, ich fühle mich leichter als Luft.
Ich bin nie glücklicher, als wenn du in meinen Armen liegst. Wir tanzen Lied um Lied durch den Raum. Ich kann nicht anders, als zu lächeln, als ich in Sotas Augen starre. Darf ich ablösen? Ho, ho, ho. Hä? Wenn es für Kimi okay ist, aber erinnere dich bitte daran, sie wieder zurückzubringen. Ich schätze, das ist okay. Vogel hält mir seine Hand hin und zieht mich auf die Tanzfläche. Ich bin nicht hier, um Schwierigkeiten zu machen. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass ich hoffe, dass du eine glückliche Ehe haben wirst. Ich wusste, dass ich mit eigenen Augen sehen musste, dass du heiratest, sonst hätte ich es mit meinem Herzen nie geglaubt. Du bist eine wunderschöne Braut, Kime. Oh, jetzt tut mir so leid, das ist so asozial, sowas. Ich finde sowas echt asozial, das ist einfach so. Danke. Ich habe keine Zweifel, dass Sota sich gut um dich kümmern wird. Ich will nur, dass du weißt, dass ich mich wirklich für dich freue, was auch immer in der Vergangenheit zwischen uns passiert ist. Das bedeutet mir so viel, danke. Sehr gerne. Geht es dir gut? Du siehst ein wenig rot aus. Ich glaube, ich muss nur etwas trinken. Willst du, dass ich mit dir mitkomme? Nein, nein, du bleibst hier und amüsierst dich. Ich gehe nur kurz in die Küche. Hä, warum ist die Tür zum Garten offen? Es sieht dem Personal nicht ähnlich, sie so offen zu lassen. Da bist du ja. Ich befürchte, das ist meine Schuld. Mitski! Hallo Kime, wie ist es dir ergangen? Ich war beschäftigt mit den Vorbereitungen für die Hochzeit, aber ich bin glücklich. Gut, das ist alles, was ich jemals für dich wollte. Ich habe etwas für dich. Hä? Hier, mach es auf. Erreich mir einen Brief. Was ist das? Ich habe mit meiner Familie gesprochen und erklärt, wie ich mich in dich verliebt habe. Ich habe erklärt, dass ich als Hochzeitsgeschenk die Vergangenheit zwischen unseren Familien vergeben will. Das ist ein von meiner Familie unterschriebener Brief, der besagt, dass es keinen Akt der Rache mehr gegen dich oder deine Familie geben wird. Oh, das ist so lieb. Das ist das beste Geschenk, das mir für dich eingefallen ist. Jetzt geh, das ist so lieb von dir. Danke. Ich würde alles für dich tun. Hab ein schönes Leben, Kime. Da kommt jemand. Ich drehe mich um und zur Küchentür zu sehen. Sota kommt mit einem Lächeln auf dem Gesicht herein. Da bist du. Mit wem hast du geredet? Ich drehe mich um und sehe, dass außer uns jetzt niemand mehr in der Küche ist. Ich habe mit mir selbst geredet. Das ist eine dumme Angewohnheit. Die Gäste fangen an, dich zu vermissen. Komm und genieße deine Hochzeitsparty, meine Liebe. Ich lächle und lasse ihn mich in die Lobby zurückführen, wo unsere Gäste warten. Sota beugt sich zu mir und flüstert mir ins Ohr. Warte nur bis heute Nacht. Ich habe für unsere Hochzeit noch etwas Besonderes geplant. Unsere Hochzeitsnacht. Sota nimmt mich in die Hotelküche mit. Sota? Nein. Bist du bereit, eine heiße, romantische Nacht mit mir zu verbringen? Das meint ihr. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Ich bin bereit, eine heiße Runde da mit dir zu verbringen. Das kannst du doch nicht so sagen. Aber ich brauche noch 10. Ich bin gleich wieder da. So. Wenn jetzt auf einmal irgendwas kommt, wo ich nochmal bezahlen müsste, dann fick ich dieses scheiß Spiel. Ich habe jetzt 2 Euro ausgegeben. Ich hatte noch ein bisschen Geld übrig. Und jetzt mal ohne Scheiß. Wenn mich das genauso verarscht wie mein Ninja Romans. So richtig komplett verarscht. Hau ich dieses Tablet auf den Boden, das könnt ihr mir glauben, Alter. Dann bin ich mal richtig aggressiv. So kennt ihr mich dann gar nicht. Hier, lass mich dir das anziehen. Hä? Eine Augenbinde? Mach dir keine Sorgen. Es ist nur, um zu sicher zu gehen, dass du deine Überraschung nicht verdirbst. Meine Überraschung? Natürlich, das ist unsere Hochzeitsnacht. Was wäre ich für ein Ehemann, wenn ich nicht etwas Besonderes für dich machen würde? Mein Blick verdunkelt sich, als mir die Augenbinde anzieht. Hä? Fertig! Ich hebe dich jetzt hoch, damit ich dich tragen kann. Ich will nicht, dass du stolperst und dir wehtust. Alles okay? Ja. Mein Herz rast vor Aufregung, aber ich fühle mich so sicher in seinen Armen. Kann ich meine Augenbinde jetzt abnehmen?
Gleich. Ich kann die kühle Nachtluft auf meiner Wange fühlen. Ich setze dich jetzt ab, okay? Okay. Jetzt nehme ich dir die Augenbinde ab. Okay. Meine Güte, Sota, das ist wunderschön. Um den Brunnen und im Garten sind Tücher aufgehängt, um Privatsphäre zu schaffen. Kerzen plackern im Gras. Ich dachte, es würde gut zu uns passen, unser erstes Mal unter den Sternen im Garten zu haben. Das ist süß. Aber ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Wir hatten unsere ersten Kuss hier. Das ist ein besonderer Ort für uns. Du bist wirklich so süß. Ich kann gar nicht glauben, dass ich dich jetzt ganz für mich alleine habe. Und du hast noch nicht mal deine ganze Überraschung gehabt. Hä? Es gibt noch mehr? Viel, viel mehr. Yes, Baby! Ah. Ich bin schon glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich brauche ihn nur noch nackt noch. Aber ich muss echt sagen, von vorne sieht das echt komisch aus. Aber, Leute, wir haben das Bild. Yes! Toll. Sota zieht mich zu sich und küsst mich leidenschaftlich. Einen Augenblick später liegen wir im Gras. Das Funkeln deiner Augen lässt die Sterne verblassen. Ich will alles von dir küssen, damit du nie vergisst, dass du mein bist. Seine Lippen küssen sich langsam meinen Körper hinunter. Die Haut auf deinen Schenkeln ist so weich. Dein Atem ist so warm. Warte, bis du meine Zunge fühlst. Hä? Deine Zunge? Sein Kopf gleitet zwischen meine Beine und ich fühle seine warme Zunge gegen meine Mitte drücken. Fühlt sich das gut an? Ich kann mich auch schneller bewegen. Na! Ich liebe deinen Geschmack. Ich bekomme nie genug davon. Es muss sich gut anfühlen. Du bewegst dich so viel, Kime. Ich werde dich ruhig stellen müssen, wenn du es nicht selbst kannst. Nein! Ja, gerade wie das. Lassen du dich gut fühlen lassen. Was ist das für ein Satz? Du bist so nass. Ich mache hier keine pornografischen Geräusche, das mache ich nicht. Gerade hier zu Hause definitiv nicht, also wundert euch nicht. Es macht mich so an, deine Reaktion zu beobachten und deine Stimme zu hören. Vielleicht brauchst du mich noch schneller und fester. Ja, genau so. Oh, ich liebe es, wie sich dein Körper an meiner Zunge anfühlt. Du bist so süß. Lass mich dich sauber lecken. Mein Körper zuckt, als die Lust mich überwältigt. Sota hält mich, bis meine Erregung schwächer wird. Das war... Sieht so aus, als würdest du Schwierigkeiten mit dem Atem haben. Das hat sich so gut angefühlt. Das freut mich jetzt, wo wir verheiratet sind, kann ich es nicht erwarten, das jede Nacht zu tun. Aber jetzt will ich, dass du deinen Kopf auf meine Brust legst, dann können wir einschlafen, während wir die Sterne anschauen. Oh, Sota, warum bist du nicht aus? Der muss sich eigentlich ausziehen, ne? Aber warum ist hier nichts? Wenn ich schon solche Texte mache, dann sollen die sich auch so ankleiden eigentlich, aber okay. Das klingt perfekt. Ich laufe auf der Brust meines Mannes ein und kann nicht anders als darüber zu lächeln, wie glücklich ich bin. Ich lächle sanft, als seine Hand meinen Rücken greift. Sein gleichmäßiger Herrscher lullt mich glücklich in den Schlaf. Happy Ending. So, meine lieben Tomodachis, wir haben das Spiel doch ein bisschen beendet. Ich dachte, es sind zwei Parts, das hätte ich doch gestern machen können. Aber gut. Kommen wir zum Fazit des Spiels. Das hat eigentlich richtig extreme Wendungen. Also die sind komplett extrem. Ich meine, kurz bevor das passiert, war sie noch von den drei Männern total vernarrt und auf einmal, nö, Sota ist doch der ist der Liebe meines Lebens und so. Und dann denke ich mir noch so, Also irgendwas stimmt da schon nicht, ne? Aber ja, und was mich noch gerade jetzt im Moment auch gestört hat, dass er sich nicht ausgezogen hat. Ich meine, wenn man schon solche Texte bringt, also ich fand schon okay, diese Texte sollte man eigentlich nicht bei Jüngeren zeigen, aber ist okay. Dann hätte man den auch zumindest ausziehen können. Ich meine, die haben das auch bei dieser komischen Whirlpool auch gemacht. Von daher wäre es gar nicht mal so schlimm gewesen, ihn wenigstens oberkörperfrei zu machen. Aber
Na gut, dann halt eben nicht. Und das Bild kann man jetzt nicht mehr sehen. Was ich eigentlich ziemlich traurig finde, aber na gut. Ich will es auf jeden Fall nicht nochmal spielen, das ist mir zu blöd. Also, ich habe das schon im letzten Part erwähnt, storymäßig das Spiel kompletter Shit. Also, nicht, dass es schlechter Shit ist, aber das ist kompletter Shit. Wirklich, Shit. Ich meine, solche dramatischen Wendungen zu machen, ist ja so oder so mal ganz okay. Aber das ist so übertrieben gemacht und es hat sich so lang gezogen. Und die hat sich einfach das Ganze voll gegönnt. Ich glaube jetzt nicht wirklich, dass sie mir den Eindruck gegeben hat, dass sie wirklich verzweifelt war, wen sie wählen soll. Weil ich meine, sie hat das komplett genossen, was sie da gekriegt hat. Von Rizki, von Koga, von Zota oder von allen dreien oder von Koga und Zota, was ich schon okay fand. Gerade mit dem Whirlpool. Aber ja, im Großen und Ganzen ist das Spiel, wenn ich die Note geben würde, eine 3-. Ich will jetzt nicht als ausreichend bezeichnen, aber diese Story hat es echt runtergezogen. Und das Bild, ist es nett? Sieht schön aus. Mir haben nur ein paar Gesichtszüge gestört. Also das Gesicht war sehr komisch tatsächlich. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich hätte es mir schöner vorgestellt. Ich habe mir so ein bisschen zu viel gehofft. Aber ihr könnt gerne sagen, wie ihr es findet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mal gucken, ob dann heute mehr kommt. Bye bye, ciao ciao, sayonara, and so, I love you, and bye bye.